Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Was ganz Merkwürdiges ist passiert, ich habe das Spiel jetzt geladen und stand plötzlich wieder in dem Raum vor dem Generator, konnte den nicht betätigen, das heißt also der Strom musste schon wieder angewiesen sein. Die Klicker waren auch weg und ich musste die Karte nochmal benutzen, um hier reinzukommen. Warum auch immer, ich habe keinen Plan, eigentlich stand der da gespeichert, vor unter einer Minute oder so. Sehr merkwürdig. Aber egal, wir sind wieder hier. Weiter geht's. Wir sollten Ellie finden. Gucken wir doch mal. Puh, aber das war echt eine ganz schöne Schweinerei mit den Klickern. Krass. Okay, dann wollen wir mal. Wenn ich jetzt in den Lauschmodus gehe, ist erstmal nichts mehr in der Nähe. Das heißt, ich gucke mich hier in Ruhe um. Ein Stein. Nehmen wir mit. Okidoki, Schränkchen. Sehr gut. Pfeile sind immer gut zu gebrauchen. So, da bin ich ja mal gespannt, ob Ellie hier klargekommen ist ohne uns. Wo ist sie nur? Ellie. Hier ist eine Werkbank. Super. Seht ihr? Ich kann gleich mal gucken, ob wir hier nicht irgendwie schon mal wieder ein bisschen was herstellen können. Also auf jeden Fall Lauschmodus-Distanz könnten wir erweitern. Damit warte ich auf jeden Fall noch. Erste-Hilfe-Paket, immer gut. So, und unsere Waffe ein bisschen verstärken. Warum nicht? Jo, das war's erstmal. Soweit, so gut. Es liegt hier noch ein Pillchen. Supi. Irgendwas Interessantes hier zu sehen. Missing Dog, Name Ivy. Ist ein Husky, ja. $200. Finderlohn. Der wird wahrscheinlich nicht mehr leben, der Arme. Okay. So, dann gucken wir doch mal. Kann ich irgendwas machen? Ja. Wow, okay. Sogar einiges eigentlich. Nachladetempo, Reichweite, Bogenreichweite finde ich eigentlich ganz wichtig. Zielgeschwindigkeit nun ja. Und ansonsten würde ich sagen, hier den Revolver, die Schussfolge ein bisschen. Ja, und jetzt sind wir fast auch schon am Ende. Machen wir hier nochmal Nachladegeschwindigkeit. Ich meine, im Grunde genommen muss ich fast eh dann alles irgendwann mal machen. Ja. Genau, Joel. Sieht gut aus. Sieht super aus. Hier können wir rein. Da unten geht's wahrscheinlich auch lang. So, hoffentlich ist ja alles friedlich. Nicht, dass ich plötzlich attackiert werde. Teile. Sehr schön. Könnte sein, dass ich mir jetzt eigentlich wieder noch irgendwas machen kann. Was herstellen kann auf der Werkbank. Aber ich warte einfach bis zur nächsten. Okay, das war's nur mit den Türen. Ellie? Mäuschen? Okay, das ist sie nicht. Das ist sie garantiert nicht. Oh, verdammt. Okay. Na los doch! Erwischt! Gut gemacht. Gebissen? Heute nicht. Du? Heute nicht. Okay. Schwärmt aus und seht nach, ob hier noch welche von denen sind. Oh, Backe. So, gucken wir mal. Hallo? Was? Was nu? Er hat ihn nicht gegriffen. So. Ich glaube, das war knapp. So, ist der andere noch da oder läuft er jetzt hier gerade irgendwo durch die... Ja, der scheint irgendwo durch den Raum zu laufen. Okay, dann gucke ich mich hier erstmal ein bisschen um. Ah, hier gibt es noch ein bisschen was, sehr schön. Ja, damit. Das ist voll, dann können wir ruhig nochmal eine Rauchbombe machen und nehmen das Zeug mit. Sehr schön. So. Okay, da kommt der andere. Joel. Nicht einfach wieder auftauchen. Ja, gucken wir doch mal. Den schnappen wir uns. Ich habe schon gedacht, ich muss mich jetzt hier mit Klickern auseinandersetzen, aber... Ja, haben ja die denn für mich erledigt. Ach, sehr, sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele jetzt hier waren. Vielleicht sind das die einzigen zwei. Würde ich begrüßen. Ah, hier, normale Pistolenmunition. Auf jeden Fall schnell nachladen.
Der Revolver ist dann doch ein bisschen stärker. Den nehme ich dann zur Not. Oh, sehr schön, was zu essen. Ach, ein Fläschchen. Okay, hallo, ist hier noch wer? Ach, Joel. Also, ich habe gerade niemanden gehört. Ich glaube, ihr auch. Ja. Okay. Huh. Na? Hallo. Runter mit dir. Sehr gut. Ah, ich finde es super, wenn sowas funktioniert. Generell kann ich sowas eigentlich immer gar nicht so gut. Hey, siehst du da drüben was? Hallo? Hey, alles okay? Na, ich glaube, hier ist nichts okay. So. Hallo. Gut. So sein können, dass hier noch irgendwer ist. Wow. Super schön. Ich find's gut. Toll, ich habe die Steuerung schon überhaupt nicht drin. Ich habe so viel Mittelerde-Modus Schatten gespielt. Daran wird es wahrscheinlich liegen. Ich weiß, ich guck mich hier mal um. Ich glaube, hier ist keiner mehr. Ja, ist echt schlimm, wenn man im Privat auch noch ein bisschen was spielen möchte, dann hat man echt die Arschkarte. Man vergisst echt ganz schnell die Steuerung. Vor allem, da ich auch immer nur zwei Parts in der Woche aufnehme. Also zumindest The Last of Us. Ansonsten spiele ich ja momentan The Witcher. Und Dark Souls. So, da müssen wir irgendwie hoch. Brauchen also was zum Schieben. Nehme ich jetzt einfach mal an. Können wir den Podest hier nehmen? Nee. Den Podest? Das Podest? Egal. Geht's hier? Geht's auch nicht durch? Toll. Bin verlassen, Leute. Okay, jetzt frage ich mich gerade wirklich, was ich nehmen soll, um da hochzukommen. Kann ich meinen Anhaltspunkt irgendwie... Hilfe? Vielleicht kann er einfach... Also, nee, das wird er nicht schaffen, wenn ich jetzt hier einfach... Oh Gott, guck mal. Oh, wie blind ich doch bin. Okay, gut, ich habe es ja relativ schnell entdeckt. Von daher. So, Joel, hoch mit dir. Wow, okay, gut, gut. Ja, ich drück schon. Los, Joel, kämpf dich da raus. Oh nein, nicht schon wieder. Oh, die Waffe, nimm die Waffe. Pack die Waffe, Joel. Sei lieb. Sei lieb, nimm dir die Waffe. Komm schon, oh Gott. Mann. Den habe ich hier voll erwischt, hä? Ja, allerdings. Mir ist schlecht. Warum hörst du nie auf das, was ich sage? Na, war doch gut so, oder nicht? Das einzig Gute daran war, dass du mir nicht den Schädel weggepustet hast. Weißt du was? Nein. Wie wär's mit... Hey, Ellie, das war nicht einfach, aber entweder er oder ich. Danke, dass du meinen Arsch gerettet hast. Wie wär's denn mal mit sowas, Joel? Wir müssen jetzt weiter. Na, dann geh doch. Toll. Mal Freund, mal Feind. Ach, die beiden. Ich finde, Ellie hat das gut gemacht. Ich meine, von so nah dran trifft doch eigentlich fast jeder, oder? Also. Ich fand die Reaktion super. Ellie, kommst du jetzt? Bockst du jetzt hier rum, oder was? Gut, dann gehe ich eben ohne dich. Wenn du unbedingt willst. Ciao. Joel? Wer hat jetzt was von Leitern nehmen gesagt? Du sollst Ellie damit nicht erschlagen. Okay, schöne Diagramme, eine super Tafel. Take Dexter and Neville to your moms. It's not safe here, don't worry. We take good care of her. Sarah?
Unsere Tochter hieß doch auch Sarah. Besser nicht weiterlesen. Tja, Ellie. Stellst du dich hier hin? Na gut. Wir gehen. Zück besser schon mal eine Waffe. Oh Gott, ein Stein. Aber das sind cool, das sind so Details. Hier wurde wahrscheinlich irgendwie eine Axt oder irgendwas mit einem Stein eingeschlagen, zumindest die Scheibe, um da ranzukommen. Sind das Vögel oder Klicker? Klingt eher wie Vögel. Wir müssen wieder raus, die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Tja, Joel. Hast du dir selbst verbockt? Ich meine, wirklich ein kleines Lob wäre doch nicht zu viel gewesen, oder? So, wie sieht's hier aus? Alles sauber? Gut, auf der Toilette ist es nie richtig sauber. Ui. Na gut. Wo ist Ellie jetzt? Kein Bock hinterher zu kommen. Bleib wohl auf Abstand. Oh, da ist sie ja. Okay, haben wir wieder ein bisschen was zum Mitnehmen. Und wir haben einen Firefly-Anhänger gefunden. Wow. Den mag ich mir jetzt aber nicht ansehen. Ich hatte euch ja gezeigt, die sehen eigentlich immer gleich aus. Okay. Können wir da lang? Hier ist eine Notiz oder irgendwas? Ein Buch. Sehr schön. Nahkampfwaffen verbessert. Modifikationen halten einen Treffer länger. Ui, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Finden wir hier öfter so nützliches Zeug? Schränkchen? Oh, sowas drin. Munition fürs Gewehr. Ich weiß nicht, kann ich das vielleicht nachladen? Ach nee, das hat immer nur einen Schuss. Na gut. Ich nehme lieber wieder die Schrotflinte. Die ist gut. Wenn Klicker zu nahe kommen, bumm. Hier gibt es auch wieder Comics oder so. Kleine Zeitschriften. Na schön, ich glaube, hier bin ich falsch. Vielleicht doch in die andere Richtung. Da kann man ja an den Büchlein eigentlich gar nicht vorbeilaufen. Ja, hier geht's rüber. Hallo? Ui. Das ist ein Museum. Ja. Okay. Das sieht ja cool aus hier. Hier jetzt ein schönes Strand-Selfie. Ich war hier. Wow, Karibik. unglaublich. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist egal, was du glaubst. Du musst immer auf mich hören. Tu ich. Es ist nur schon gut, Joel. Naja. Die beiden werden sich schon noch irgendwann einig. Hoffe ich zumindest. Ich meine, ich weiß es ja. Die Tür könnte rausführen. Hey, weißt du, wie wir da raufkommen? Nein. Nein. Ich schon. Ich glaube, wir brauchen dieses schöne Klavier hier. Vielleicht habe ich damit eine Chance. Gucken, ob ich jetzt hier schon alles eingesammelt. Mal einen kleinen Blick riskieren hier so über die ganze. Ich glaube schon. Okay, Ellie, wir nehmen uns das Klavier. Okay. Schwerer als ich dachte. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Ellie. Alter Mann. Jetzt schieb. Schieb. Mach ich ja. Schieb fester. Okay, geschafft. Na also. Gehen wir. Also ich würde ja Ellie mal vorlassen, aber irgendwie mag sie nicht. Komme ich jetzt hier nicht hoch oder was? Verarschen? Wie jetzt? Ach so.
Okay. Nichtsdestotrotz würde ich gerne hier hoch. Wenn das jetzt irgendwie möglich wäre. Joel? Joel? Leute, ich weiß ja nicht, was ihr jetzt hier denkt, aber ich komme hier irgendwie nicht hoch auf das Klavier. Was ist denn das? Geht doch. Juhu, wir haben es geschafft. Ach, Ellie wird schon schaffen. Wenn nicht, wird sie wahrscheinlich irgendwo hingespawnt bei der nächsten Cutscene. Ja, locker und ich quäl mich davor ab, oder was? Gemeinheit. Okidoki. Das ist wieder eine sehr ruhige Stelle im Spiel. Finde ich aber auch echt mal gut. Also nach der ganzen Schleicherei und so, die man immer hat, ist es echt ganz entspannt, mal wieder einfach nur ein bisschen rumzulaufen, sich umzuschauen und eine Runde zu quatschen. Aber wir müssen gleich raus in die Wildnis. Das ist nicht schön. Okay, vielleicht ist es doch schön. Ich meine, frische Luft. Wem gefällt es nicht? Mist. Komm her, geh in Deckung. Also gut. Ich springe da runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Also gut. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Gern geschehen. Okay, das riecht nach Ärger. Er hätte es besser wissen sollen. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist tot? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Weiß es der Boss? Ja. Er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay, verstanden. Sucht alles ab. Lasst niemanden durch. Na schön. Was? Wir haben jetzt echt 76 Leute getötet. Das können wir noch nicht getan haben, oder? So viel waren das gar nicht. Das kann nicht stimmen. Dass die Crew tot ist? Ich glaube nicht, dass Eindringlinge sie alle erledigt haben. Was, wenn doch? Vielleicht kommt das Militär zurück. Sei kein Idiot. Das Militär interessiert sich nicht hierfür. Ja, jetzt brauche ich wohl nicht mehr leise sein. Wir sind viel zu weit weg, damit ich was höre. Gucken. Wo locke ich den denn am besten hin? Hier so? Was zur Hölle war das? Halt die Augen auf den Mann. Halt die Augen auf den Mann. Ja, mach das lieber. Wir kommen und holen dich. Wisst ihr was? Ich könnte mal den Bogen nehmen. Wo? Wir sehen uns auf der Straße um. Toll, jetzt wollte ich gedrückt halten. Ach du Scheiße. Hallo. Oh nein, nein, nein. Okay, nicht gut. Ich habe zu viel Aufmerksamkeit erregt. Was soll's? Oh, wo sind die jetzt hier alle? Okay, einer ist hinterm Bus. Okay, der hat einen Molotow in der Hand. Oh
Okay, Schrotflinte. Tot ist er. Arschlöcher. Sehr gut, Ellie. Wisst ihr was? Nimm das Gewehr. Bogen ist eher nur fürs Schleichen gedacht. Tja, wo seid ihr? Wo seid ihr denn? Ich sehe keinen mehr. Ach, irgendwo da hinten wahrscheinlich. Gib mir Deckung, ich geh vor. So. Oh. So. Wow. Okidoki, immer ruhig bleiben, Joel. Ach, da hinten, ich hab was gesehen. So, zeig dich. So, sehr schön. Der hat gesessen. Hier ist er. Oh nein, ich bin gleich tot. Ich bin gleich tot, Leute. Verdammt nochmal, Hände weg von ihm! Okay. Verdammt nochmal. Ah, ich bin tot, Leute. Ich bin sowas von tot. Ich bin tot! Ja. Ah, rein hier, Joel. Oh. Gott, Leute. Was? Überlebt. Ich hab's echt überlebt. Krass, ich brauch noch so ein Ding. Packe mal eine Nagelbombe hin. Nein. Oh. Alter, was die aushalten, das ist doch nicht normal. Oh nein. Oh. Mann, sind das viel. Am besten ist ja echt immer, man bleibt in Bewegung, aber... Verdammt nochmal. Oh Gott, das sind echt ganz schön viel. Grausam. So. Komm schon, hier. Hey, Mann. Oh Gott, Hilfe. Oh Gott, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Gott. So. Oh. Ist der andere Freak? Gott, Leute. Ich werde hier sterben. Ich gehe echt drauf. Ich sag's euch. Ich lege lieber noch mal eine Nagelbombe. Zur Not nehme ich die wieder mit. Das dürfte eigentlich gehen. Hoffe ich jetzt einfach. Kann ich die mitnehmen? Okay, gut. Oh mal. Hier sind auf jeden Fall noch mehr. So. Komm schon. Oh Mann, hallo. Das ist mir echt eindeutig zu viel. Ich muss... sind hier drin. Verflucht nochmal. Wo steckst du? Sehr schön. Schuss in den Nacken. Da kommt einer. Du bist tot. So, oh wie jetzt? Joel, du musst doch treffen beim Schlagen. Wahnsinn, wie viele das sind. Ich glaube, wir haben es. Ihr könnt kommen. Ich glaube, draußen wäre ich besser aufgehoben gewesen. Da hätte Ellie noch eine Runde schießen können. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Das ist nur für den Notfall. Okay. Juh.
Ja. So, die ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay. Ja, Papa Joel, das war's wohl. Ich denke, wir haben uns so ganz gut geschlagen dafür, dass ich am Anfang dachte, ich gehe drauf. Hat doch ganz gut funktioniert. Ja, dann hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei The Last of Us.